Herzlich willkommen zum ersten Newsflash im neuen Jahr. Vom 20. bis 22. Januar fanden die diesjährigen Hochschulwahlen statt, darunter auch die bedeutenden Wahlen zum Studierendenparlament. Hier die Ergebnisse. Die ADF bleibt stärkste Kraft. Sie gewinnt 2 Sitze und ist nun mit 19 Abgeordneten vertreten. Zweitstärkste Kraft ist die Grüne Hochschulgruppe. Sie gewinnt 3 Sitze hinzu und kommt damit auf 12. Der RCDS kommt nun auf 9. Gefolgt von der Juso-Hochschulgruppe mit 6 Sitzen. Erst in ein paar Wochen zeigt sich dann, wie der neue AStA aussehen wird. Die ADF hat mit ihrem bisherigen Koalitionspartner RCDS keine Mehrheit und wäre auf die Stimme der LHG angewiesen. Parallel zu den Wahlen fanden Urabstimmungen über die Semestertickets statt. Bahnticket, Busticket und Kulturticket bleiben uns weiterhin erhalten. Dazu folgt nun ein Gastkommentar von Ella von der Augusta Campus Zeitung. Darf ich euch was anbieten? Wie wäre es mit einem Ticket für die Bahn oder lieber für den Bus? Eher was Kulturelles, womit man sich auch das ein oder andere Basketballspiel einsehen kann? Nicht mitbekommen? Dann wart ihr sicher einmal zu viel im Savoy. Auch da habe ich ein Angebot für euch. Wie wäre es mit einem Partyticket fürs Wochenende? Spaß beiseite. Der Göttinger AStA hat mit den verschiedenen Tickets, die bei diesen Uniwahlen zur Abstimmung anstanden und alle angenommen wurden, nichts falsch gemacht. Trotzdem läuft die gesamte Sache rund um die Einführung neuer Tickets und vor allem um die Aufklärung über deren Konditionen in den letzten Semestern etwas aus dem Ruder. Viele Studierenden ist gar nicht bekannt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis der Göttinger Bus- und Bahntickets im Vergleich zu anderen deutschen Universitäten nicht gerechtfertigt ist. Die nordrhein-westfälischen Universitäten haben sich zusammengeschlossen und deshalb ein sehr günstiges und weitläufiges Bahnticket verabschiedet. Wir sind mit unserem Ticket in einer niedrigen Rangklasse und können leider viele Strecken innerhalb Niedersachsens nicht befahren und das zu einem teuren Preis. Ebenso das Busticket. Auch hier sind viele Linien nicht enthalten, wie alle dreistelligen Buslinien, die auch die umliegenden Ortschaften befahren. Als einer der Gründe für die Einführung des Bustickets wurde die Entlastung der Wohnungssituation in der Göttinger Stadt angeführt. Auch diese fungierte in erster Linie als Alibi für diejenigen, die auch ohne das allgemeingültige Ticket schon Bus fuhren. Die Konditionen des Kulturtickets sind den meisten Studierenden kaum bekannt. Weshalb zwar für das Kulturticket abgestimmt wird, aber das mit dem Vorwand, man hat es lieber, auch wenn man das in Wirklichkeit gar nicht braucht. Für Kulturaffine ist es natürlich sehr lohnenswert. Aber wie viele abwechslungsreiche kulturelle Angebote unsere schöne Stadt Göttingen offeriert, bleibt vielen schlichtweg verborgen. Deshalb ist es wichtig, dass bestehende Ticketkonditionen, insbesondere von Bus und Bahn, weiter ausgebreitet werden, als stattdessen über die Einführung weiterer, vor allem unnützer Tickets wie ein Partyticket, zu debattieren. Auch die Aufklärung über alle Möglichkeiten, die eine Zustimmung uns später bieten, ist von höherer Priorität. Primär sollte dies auch in den Wahlkampf eingebaut werden. Ella von der Campuszeitung Augusta. Zweite Göttinger Nacht des Wissens. An diesem Abend waren für die Öffentlichkeit mehrere Institutionen wie das Max-Planck-Institut, das Universitätsklinikum und das zentrale Hörsaalgebäude zugänglich. Wissenschaftler erklärten die jüngsten Fortschritte aus ihren Studienbereichen, wie etwa das Forschungsgerät Rover, das andere Planeten erforschen soll. Weiterhin wurden neuartige Methoden zur Untersuchung der Gehirnaktivitäten vorgestellt. Bei der Öffentlichkeit stieß die Göttinger Nacht des Wissens auf breites Interesse. Fast 7000 Interessierte bei Islamausstellungen im zentralen Hörsaalgebäude. Das Foyer des zentralen Hörsaalgebäudes war Schauplatz einer umfangreichen Ausstellung der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinschaft und stand unter dem Motto Liebe für alle, Hass für keinen. Auf 20 Infowänden versuchte die Ausstellung sachlich und fundiert aufzuklären und zu zeigen, wofür steht der Islam und wie leben die Muslime ihre Religion. Weiterhin waren in 76 Sprachen übersetzte Korane zu sehen. Bis zum Ende der 5-tägigen Ausstellung waren nahezu 7000 Studenten gekommen, die den Mitgliedern der Ahmadiyya-Gemeinschaft Fragen stellten und sich informierten. Indonesischer Kulturabend war voller Erfolg. Unity in Diversity war das Motto, unter dem in der vergangenen Woche der Kulturabend stand, zu dem die indonesische Studentenvereinigung eingeladen hatte. Die zahlreichen Besucher erlebten 3 Stunden lang Programm mit Musik, Tanz und Informationen über den fernöstlichen Inselstaat. So wurden von Kindern und Erwachsenen einheimische Tänze in landestypischen Trachten gezeigt und Land und Leute vorgestellt.
An der Georg-August-Universität Göttingen sind derzeit mehr als 90 Studenten aus Indonesien eingeschrieben. Und nun noch ein Kulturtipp zum Schluss. Am 3. Februar werden im Jungen Theater Göttingen die Asyldialoge aufgeführt. In diesem Dokumentartheaterstück stehen die Geschichten und Erfahrungen von Flüchtlingen im Mittelpunkt des Bühnengeschehens. Professionelle Schauspieler der Bühne für Menschenrechte e.V. verleihen den authentischen Lebensgeschichten von Flüchtlingen eine nachdrückliche Stimme. Organisiert wird der Abend von der Studenteninitiative Weitblick Göttingen. Die Initiative besteht aus einer Gruppe Studierender aller Fachrichtungen, die sich weltweit für die Förderung von Bildung und Bildungschancen einsetzt. Im Anschluss an das Theaterstück wird es eine interessante Diskussion mit Vertretern unterschiedlicher lokaler Vereine zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik geben. Der Eintritt an diesem Abend ist kostenlos. Los geht es um 18 Uhr. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der Organisatoren. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg für die anstehenden Prüfungen. Bis zum nächsten Mal bei...